167 Flash. Yeah, yeah, yeah. Wieder da. 167 Flash. Mein Name ist Pierre, ihr seid hier in so einem 167 Studio. Und ja, wir haben einen Gast hier, dein Lieblingstürk. Der ist, glaube ich, sehr viel nicht geblieben irgendwie. Aber schön bist du da. Ciao, Nova. Yeah, ciao, du. Hey, alles fresh? Ja, bei dir? Morgen, gediegen, gediegen. Nice, schön, nice. Schön. Schön bist du da. Schön hast du den Weg gefunden. Ja, gern, gern. Ist lang gegangen, aber es hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Hoffen wir, hoffen wir. Und ja, ich habe gedacht, dein Lieblingstürk ist irgendwie, wenn ich so von dir rede oder wenn man hört, ist immer, da ist allen irgendwie geblieben, so der Titel. Mhm. Irgendwie. Ist das für dich auch so? Kommst du da so auch mit in Bodenstein? Ja, es ist schon der Lieblingstürk. 2010 war das. Ja. Irgendwie ist der echt rumgekommen oder ist echt den Leuten im Kopf geblieben. Blieben. Vom Debüt, ersten Anfang, ist ein Lied, das ähnlich wie der Lieblingstürk, ein Fremder, der so in den Köpfen geblieben ist. Ja. Aber ich werde oft auf diese zwei Sachen angesprochen. Und dann kommt noch Genius Walk, so die Single. Aber ja, es sind so die drei Sachen, die... Aha, als Punkt, wo die Leute... Ja, die den Leuten im Kopf geblieben sind. Und es ist schön zu hören, so ein bisschen von überall, auch von dir jetzt. Ja. Ist geil. Cool, wenn es bleibt, gell? Ja. Nice, nice. Ja, cool, du bist da, weil du ein neues Album hast, gell? Ja. Und wenn das rauskommt, ist schon draußen. Also wenn du so jetzt sagst, wieso hast du so lange gebraucht? So? Blöde Frage, ich weiss zwar ein bisschen, aber ja. Für die Leute draußen vielleicht so, wie lange? Also das letzte, so länger gedauert. Das letzte, das war Mixtape, Fairy Tales 2, ist im 15. rausgekommen. Ja. Das heisst, ich hatte 3 Jahre gehabt. Und das ist schon, ich hatte 3 Jahre gehabt, weil ich auch andere Sachen im Leben hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt Musik mache ich gerne, aber irgendwie braucht anders noch mehr Platz. Wie zum Beispiel Ausbildung, die ich endlich abgeschlossen habe. Oder ich bin Papi geworden vor einem Jahr. Ja. Aber es war nicht 3 Jahre lang jedes Wochenende daran arbeiten. Es ist so mal im Sommer, mal im Winter. Wenn man so Zeit gefunden hat, genau, und es passt. Genau. Ja, natürlich, man tut ja nicht 100% nur Musik machen, gell? Man muss ja noch arbeiten, genau. Noch studieren nebenbei. Ja, und so. Leben noch. Und Leben kommt auch noch dazu. Genau. Nice, nice. Aber ja, es ist schon das Album, das ich mir am meisten Zeit gelassen habe. Es hat La Rife über den Haufen gerührt, nochmal dran geschafft, gewisse Lieder. Ja, das schon. Also früher war es so, als ich ein Album rausgebracht habe, war das nächste schon parat. Jetzt ist ja kein neues. Und nach dem kommt schon parat. Also es hat sich vom Workflow viel geändert. Anders, anders. Yeah. Aber muss ja nicht schlecht sein. Ich meine, es ist manchmal besser, lässt man sich Zeit. So. Gewisse machen es vielleicht auch schnell und lassen irgendwas raus. Zum Titel so, was kannst du uns dazu sagen? Ja, das Album heisst 2000XX. Ja. Und das ist so ein bisschen einerseits Anlehnung auf die Zeitlosigkeit von der Musik. Mhm. Man kann es jetzt hören, man kann es im 2099 hören und ich glaube, man wird es dann noch verstehen. Also es ist jetzt auch nicht so ein Album, das mit Wörtern gespickt ist, wo man nur versteht, wenn man jetzt in dieser von Zeit von dem Moment. So. Ja. Also weißt du, die Metaphern mit irgendwelchen Promis und so, das findest du bei mir nicht. Das ist alles so. Du kannst hättest es auch 30 Jahre vorher können hören. So. Aha. Genau. Und das andere ist schon, es hat recht viele Features drauf, die auch nicht üblich ist für meine Werke. Das ist wirklich das Erste, was ich fand, hey, ich will mit viele Leute zusammenarbeiten, die ich einfach fühle, die ich geil finde. Du hast schon fast jeden Song Türen. Oder jeder Song ist ein Feature drauf, oder? Ja, außer die Intro und Outro. Ah, okay. Nein, nein, es hat noch. Es sind 3 Tracks solo. Ah, okay. Aber es sind 12 Songs mit Features. Gell, ist mir auch aufgefallen, ja, sehr viele genau, Features. Genau. Ja, und dort, das hat auch mit 2000XX zu tun. Es hat Rapper, die schon vor 2000 gerappt haben auf dieser CD. Und es hat Rapper, die man erst seit 2 Jahren richtig kennt. Ja. Also auch von 20 bis 45. Ich weiß nicht, wie alt der älteste ist von denen, die mitgewirkt haben. Shape oder weißt du denn? Ja, entweder oder der Black Tiger oder die Tatwaffe von der Firma. Gut, ja, der ist auch. Weiß ja, nicht. Das stimmt. Er hat schon ein bisschen mehr Falt als der Black Day. Zum Glück wird er nicht in Deutschland ausgeschaltet.
Nein, cool. Ja, Tatwaffe ist auch drauf. Ja, genau. Also als Einziger, der nicht aus der Schweizer Rap-Szene, Musikszene ist. Also es sind auch nicht nur Rapper drauf, es sind auch Sänger, Sängerinnen. Mhm. Aus verschiedenen Genres, Reggae, Rock, Indie. Die ML-Soul-Sängerin ist auch drauf. Ich sehe, ja. Plus ich habe noch zwei Features mit Sebas gemacht, das ist eine Balkan-Beats-Band. Dann bin ich auch schon auf der Bühne gestanden. Für ihr letztes Album haben wir auch zusammen ein Lied gemacht. Ja, dadurch hat sich vieles geöffnet. Auch, oder? Es ist, vorher ist so, ich mache Sound mit meinen Jungs und man bringt es raus für die Leute. Und jetzt ist es, ich bringe es raus für die Leute, mit den Leuten, die ich schon immer gefeiert habe, als Jugendlicher, aber auch als Jugendarbeiter. Ich arbeite ja in den Jugendarbeitern, habe ich auch junge Leute gepusht. Aha. Und auch von denen hat es ein paar drauf. Also es ist sehr, sehr durchgemixt. Genau. Nice. Cool. Und eben von der Thematik her, du sagst, es ist auch ein bisschen zeitlos und so. Da, wo du ansprichst, du bist auch ein Rapper, der Sachen auch anspricht und etwas wird überbringen, so kommt's mal rein. Ja, voll. Conscious Rap, so. Ja. Stichwort. Ja, was bringt das so mit sich, wenn man sich exponiert und so gewisse Statements macht und für etwas einsteht, so, und nicht einfach so belangloses Sammler? Ja. Ich glaube, man tut polarisieren und durch das wird man auch nie so eine breite Masse erreichen. Oder wie wenn man einfach Musik für den Freitagabend macht. So, wenn, also, ich weiß nicht, welcher Rapper das gesagt hat, aber es gefällt mir gut. Ist ein amerikanischer Rapper, er rappt das. Und er sagt, andere machen Musik für den Club, ich mache Musik für den Heimweg. Und das ist so ein bisschen das Zweite bin ich. Ja. Oder sogar für den Sonntagmorgen, wenn du verkatert bist, hörst du mich an. Hörst du da an? Ja, es gibt sicher auch ein, zwei Party-Tracks, die man im Club pumpen kann. Und auch konzertfähige Tracks, die man mit den Leuten abgehen kann. Ja. Aber textliche Inhalte gehen tief und man muss zwei, dreimal hören, bis man alles checkt. Cool, und man kann nicht nach 20 Sekunden den Refrain schon auswendig. Ja, genau, dass so richtig schnell drin ist und bleibt so. Ja, das ist nicht der Anspruch. Also es ist schon wichtig mir, dass die Message bleibt, aber jetzt vom Musikalischen her bin ich nicht auf der Suche nach Ohrwürmer und es muss den Leuten gefallen. Ja. Ich gehe einfach meinen Weg so. Machst einfach deinen Weg so. Und das ist von Anfang an so schon gehabt, immer, ja. So. Auch von den Texten her, dass ich etwas mitbringen, mitgeben so. Ja, auf jeden Fall. Früher ist es halt, also ganz am Anfang, da bin ich halt noch jünger gewesen, gell? 12 Jahre. Dort hat man schon an sich selber beweisen und man ist ein bisschen krasser unterwegs gewesen. Und man hat auch Vorbilder gehabt, von der Jugendzeit und als Jugendlicher habe ich, also wenn meine Texte los ist und der Rap, den ich als Junge gehört habe, dann wenig Einflüsse. Ja. Ich höre recht harten Rap, habe recht harten Rap gehört. Aber es ist wie so. Aber du machst gleich dein Ding, so auf deine Art. Ja, ich bin einer, ich bin nicht der, ich fahre die Schiene oder die Schiene. Ich habe alles einen harten Song und nebenan ist ein Love-Song und so. Meine Alben sind wie Stimmungsschwankungen. Das kenne ich. Kenne ich sehr gut. Also, es gibt so Rapper, die ich fühle, wie der Asad zum Beispiel. Der kann eine Stimmung durch das ganze Album behalten. Genau. Was irgendwann auch langweilig wird. Und ich habe eher ein Album, wo eben so vielleicht los ist, wenn du in einer gewissen Stimmung bist, ein, zwei Lieder und die anderen passen nicht. Die anderen passen nicht hin. Genau, so die zum Beispiel Betonmelancholie vom Ansatz, sage ich mal. Oder die zieht sich bei ihm immer durch. Und wenn du ein bisschen hässig drauf bist, dann los ist echt das Album durch und gut ist. Und so eine gewisse Situation eben dann wieder nicht. So. Es ist Vor- und Nachteil, gell? Und so ich habe es genau gleich so. Genau. Bei mir ist es genau das Gleiche. Also, es geht auf und ab so. Und es sind verschiedenste. Aber der Vorteil ist, Sandra, ich kann Schuhe easy vermarkten. So. Es ist das und die Leute hören es dann. Und bei deinen Sachen jetzt zum Beispiel muss man ein bisschen schauen. Weil, oder wie dass man den Leuten auch überbringt. Man kann es, wie soll ich sagen, sonst, weißt, die Leute brauchen immer so eine Schublade. Ah, das ist da. Obwohl bei dir weiss man schon ein bisschen. Da kannst du es und so die Botschaft. Ja, und es ist auch, die Musik hat sich geändert. Heutzutage bringen die ja mega viel einfach mal Singles raus. Voll, also, es ist nicht mehr so, du musst ein ganzes Album haben, das eben einstimmig ist. Du kannst mal so ein Lied, mal so ein Lied. Ja. Der
Fokus sind ja viel mehr auf die einzelnen Lieder. Es also, gibt ja viele, die einfach Singles rausbringen und gar keine Alben mehr. Ja, das stimmt. Oder Playlists. Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen speziell. So. Ja, von dem her denke ich, wird es genug Playlists haben für mein Album. Genau, wo man alles ein bisschen reinfinden. Jeder Song findet irgendwo eine Playlist. Wird das Ganze produziert sonst? Also, gemischt hat es der Jaromir Roth, wie immer, meine Werke. Also mit ihm bin ich auch seit Tag 1 unterwegs. Mit ihm sind wir auch zusammengewachsen. So, wir zwei sind die Konstante auch von diesem Projekt Janova. Ja. Und von den Beats her haben es ganz viele verschiedene Leute. Also, es sind etwa 12 Produzenten. Ah, okay, schon verschiedenste. Ja, also es gibt keinen Produzenten, der mehr als 2 Beats gemacht hat. Ah, okay. Für das Album. Ja, und gemastert hat es wieder der Crazy Bo. Patrick Böller, auch schon immer so gewesen. Immer. Never change a winning team. Also, so passt. Nice. Werden noch Videoclips kommen zu dem? Also etwas ist schon draussen, Hagla? Hagla mit dem Jasus, Black Tiger und Pesabass ist schon draussen. Mega geil, ja, was da nice. Atlas gezaubert hat. Danke übrigens fürs Feedback an CC1. Ich habe es schon gelesen. Voll. Ein schmuckes Stück. Genau. Wenn es geschrieben ist, geil. Ja, und es folgt auf den 14.09. folgt noch etwas Kleines fürs Intro. Mhm. So ein bisschen Low Budget. Und dann werden schon noch 1-2 Sachen kommen, wo wir noch dran sind. Nice. Ist lustig, wir haben ja vorher gerade geredet von Videoclips, wie viele Videoclips das man macht. Gell? Das ist so. Genius Walks. Habe ich mitbekommen und nachher habe ich gedacht, das ist nur ein Single oder nie. Mein Fehler, zu wenig informiert. Nice. Ich habe ein paar Fragen so, oder kurz Fragen. Und zwar, ich sage ein paar Persönlichkeiten von früher noch. Und du musst mal sagen, was die heute für, wenn sie Rap hören, was für Rapper würden die Persönlichkeiten hören? Okay. Einfach mal Challenge. So. Challenge, genau. Was würde Frank Zappa heute hören? Alter. So ein bisschen. Du kennst ihn, oder nicht mehr? Er ist okay. Ja, aber so ein bisschen psychedelic Rock. Ja. So. Ja, und kriegt er. Ja. Schwierig zu sagen, aber ich denke, der steht sicher auf härteres Zeug. Von dem her denke ich, gefällt ihm vielleicht Kamikaze von Eminem. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sehr, ja. Das stimmt. Also sicher mehr als so das Mumble-Zeug und so. Ich glaube, das fehlt er gar nicht. Genau, eher so crazy Sachen, gell? Ja, so hart und halt so wie der M ist. Ich glaube, das würde passen. Yes. Ja, der hat auch etwas Geiles jetzt gebracht. So hat alles wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, wieder gut gemacht. So vom letzten Release, was so katastrophal für mich persönlich katastrophal war. So. Ja. Rein vom Geschmack her. Ja, es war mega poppig, oder? Ja, voll. Und jetzt ist es wieder mal Street Kitsch. Und hart. Voll, so wie es muss sein. Ja. Jim Morrison. Ja, der ist wahrscheinlich chilliger unterwegs. Der ist sicher chilliger unterwegs. Ich denke, der sucht viel an melodiöses Zeug. Wahrscheinlich, ja. Also wenn ich jetzt so, mir kommt es darauf an, welche Region von Rappen? Europa oder auch Amerika? Egal, ist egal. Ich kann mir vorstellen, dass er so Rapper wie Max Herre und so fühlt. So Crow und... Sogar Crow? Meinst du, ist Crow nicht zu weich für Jim Morrison? Ich weiß einfach nicht. Einfach so ein bisschen melodiöseres Zeug kann ich mir gut vorstellen. Nice. Gut, das neue Zeug von Crow kenne ich eben nicht. Ja. Keine Ahnung. Das letzte war im Fall noch easy gewesen. Also ich bin ja nicht so wirklich Crow-Fan. Also. Okay. Aber das letzte war echt cool gewesen. Irgendwie, schon klar, viel Autotune und so, aber irgendwie hat es einen geilen Style gehabt. Irgendwie so ein bisschen, ist noch schwierig zu beschreiben. Recht fresh, einfach neu und ein bisschen so, habe ich gefunden, experimentell. So. Rosa Parks. Sagt etwas. Auch Sängerin, oder? Nein, das ist die, die im Bus aufgestanden ist, die nicht mehr hin wollte sitzen, die Black. Ja. Wo schlussendlich so aufhängig von der Bewegung. Von der Bewegung, genau. War. Mhm. Der Outcast in einmal einen Song. Ja.
Also ich hoffe, sie fühlt Nicki Minaj nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Zu freizügig. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie voll Fan wäre von 16, den Frauen von Deutschland. Wie heisst die? SXTN. Ah, 16. Ah, okay, okay. Das sind so mega toughe Frauen, die auch noch fraulich rüberkommen. Also weißt du, nicht irgendwie so... Aber kommen. Recht asi so. Ja, einfach hart rein und einfach, das kommt einem mega authentisch über. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube schon. Selbst schon. Selbst finde ich auch. Ja, das sind so die Kriegerinnen. Ja. Ganz geil. Er geht ab, auf jeden Fall. Yeah. Ich glaube, live ist recht abrissen. Ja. Yeah. Nice, nice, man. Ausser du willst aufs Politische raus. Also, ich habe jetzt mehr an so Kampffrauen gedacht. So vom, oder so vom Inhaltlichen her. So ist Immortal Technik oder so. Ja, wahrscheinlich, genau. Nice, nice. Wer hat denn dich so beeinflusst, so früher noch, am Anfang von deiner Rap-Zeit? Cool, so warst du mega fest. Ja. Nas. Wieso na wieso passiv von Frankreich? Das kenne ich nicht. Ja, wie heisst die? Wieso na wieso, das ist so eine Crew. Ja. Wir sind ziemlich alle nicht mehr dran, nehme ich mal an. Ja. Ja, recht conscious und ich glaube, es ist ja nie mega gross rausgekommen oder so wie der Buba in seine, zu seiner Zeit. Ja, und bei Schweizer Rap war es der eine Sampler, der mich einfach gecatcht hat, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache Schweizerdeutsch. Ich habe schon vorher gerappt, so mit 13, 14, aber alle meine Homies haben gesagt, mach Türkisch, mach Englisch, mach Französisch. Ja. Und irgendwann habe ich... Trotz mal war es nicht so cool, gewesen, gell, auf Schweizerdeutsch rappen. Die Leute haben die Komische abgelegt. Was, Schweizer Rap, das klingt voll scheiße, mach Deutsch. Ja. Und mich hat dann also all die Leute, die damals aktuell waren, Spoo, Blick, Lex, all die Wrecked Mob und Tuffs von Basel, Wurzel 5. Also ja. Ich habe mir alles reingezogen und irgendwie habe ich gefunden, ja yeah, geil, kann ich auch. Mit los. Ja, ey, der Anspann muss da sein. Und der Biss auch, den man hat, so als junger Rapper. Ja. Zerstört alles. Ich kann es besser und so. Ja. Ist immer so das Ding. Oder wenn man in der Crew zusammen ist, ist eh. Also alles. Samurai und Cookie und Gleis 2 darf man auch nicht vergessen. Ja. Also Super Mega, das ist. Samurai, Rookie, Super ja. Mega. Ich glaube, der Song hat viel gecatcht. So. Ja. Ich habe gefunden bei Gleis 2 so. Yeah. So, und ich fand, wow. Der Zürich-Slang. Ja, voll. Also das Album. Dort ist, ich fand, das ist uren nice. Und für Schweizer Rap das erste Mal, wo ich so wirklich... Ja, wo hat Schweizer Beats auf einem Level wirklich gesehen. Sehr wenig Schweizer Rap, aber da war so etwas, das mich uren gecatcht hat. Der Tippen sicher mit voll. In der Zürich-Nacht. Voll. Sehr nice. Yeah. 167 Flash! Ein junger Bub aus der Unterschicht entdeckt Rap und merkt, dass sein Hunger stillt. Niemand kann es ihm wegnehmen, es braucht nicht viel, es lange Talent, Papier und ein Stift. Immer am Lächeln und immer so locker, aber auf der Bühne wird er zum Monster. Spricht aus, was er sonst niemals sagt. Spricht aus, was er sonst niemals sagt. Gianna war am Weg von der Selbstfindung, das heisst, mein Rap wird kein Sand finden. Gianna war am Weg zum Verarbeiten. Keine Zeit zum Spielen und umeinander beiten. Gianna war im Weg, eine Message zu verpacken. Eine Kunst, ein roter Teppich für die Strasse. Gianna war im Weg, wo es nur einmal gibt. Hand aufs Herz, wenn Rap deine Heimat ist. C-A-N-A-V-A-R, es ist C-A-N-A, sehr lang her. Es ist C-A, jeden Tag Rap, my man. Wie wenn's erst der Anfang wäre. Paar Battles gerissen, im Smoking Gigs gegeben. Paar DP-Tracks und sonst Flow und Skills. Represent während fetter Open Mic Sessions. Doch das Talent wäre verschwendet, hätte ich keine Message. Meine Bestimmung ist der Conscious Shit. Genius Walks für eine Einheit, kommst jetzt mit? Gleicher Typ, neues Level, Stunspitz. Gianna war wieder da mit lauter Hits. Gianna war ein ventiles Sprachrohr. In Therapie, eine Kultur, eine Antwort. Gianna war kein Teil von mir. Das bin ich, mit Leib und Seele. Real, Gianna war kein Rapper, kein MC.
Ich muss nimmer spitten, nenn mich Übermittler. Gianna War, no war, love and peace. Überbringen Sichtweisen, wo man nimmer ermittelt. C-A-N-A-V-A-R, es ist C-A-N-A, sehr lang her. Es ist C-A, jeden Tag, rap my man. Wie wenn's erst der Anfang wär. Nicht nur ein Name steckt mehr dahinter. Widerspruchsprogramm schwer zu verhindern. Können mich auch umbenennen. Und dann für kaum was ändern, wird keine Nummer tragen. Bei meinem eigenen Manager im Namen von meinem Namen. Im Namen von den Taten, wo ich begann. Im Namen von allen Aussagen, wo ich noch mache. Im Namen von der Masse, die mit mir tanzen. Ziemlich connected, ein Teil von dieser Szene. Doch jeder Depp will ein Teil von dieser Wehe. Ich teile ja gern, aber du hast schnell Hater, wenn's Game nicht games, wie sie's wollen gamen. Gianna War passt in keine Schublade und lässt sich nicht einschränken als Hitrap auflagen. Hab einiges auf Lager, vor allem Sozialkritik. Hast Bock auf all das, dann los mal den Shit. 167 ja, wenn wir die schon da haben, so. Wie wir vorher gesagt haben, Hug Life ist ein Clip und sehr viel. Sag ich mal, sozialkritische Sachen, auch sonst deine Statements, so, wo man mitbekommt, Facebook und so. Was findest du, weißt du mit der Welt los? Also, momentan ist ja sehr stumme Zeit, alles so. Ja. Yeah. Ich weiss, das ist eine sehr allgemeine Frage. aber ich finde so, grundsätzlich so Sachen, eben so Rapper, weiss nicht, was für dich ist, oder Leute, die sich einsetzen für etwas momentan, werden sehr schnell runtergeprügelt, so von wegen, gut Mensch und weiss ich nicht wahr und ist das und so. Wie siehst du da und wie? Ja. Ich versuche es immer so ein bisschen aus der Distanz zu anschauen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen mit dem Alter gekommen. Früher habe ich mich wie so gefangen gefühlt in dieser Welt und ich bin dem ausgeliefert und alles hat mich im Griff. Und ich glaube, hättest du mich vor 12 Jahren gefragt, also oder wäre ich jetzt 20, würde ich sagen, die Welt ist im Arsch. Es wird immer schlimmer, alles wird immer schlimmer. Und auch jetzt habe ich noch ein bisschen das Gefühl, so, es ist eine Zeit, die sich zuspitzt. So, man sieht überall Rechtsrutsch, man sieht überall Angst um Existenz, die wahrscheinlich mit dem Rechtsrutsch sehr fest zusammenhängt. Voll. Angst macht egoistisch, ist einfach so. Und rechte Politik. Ja, alle haben das Gefühl, sie müssen holen, nee. Ja. Und ja, nichts abgeben und alle anderen sollen doch verrecken, die müssen das selber schauen. So. Ja, ich meine, die Geschichte auf dem Mittelmeer, das, oder? Das wird mega verschwiegen. Und, also man weiß es, aber irgendwie, man schafft, man geht arbeiten, man kommt daheim, man geht in den Ausgang. Man versucht möglichst nicht daran zu denken, ja. Weil man selber nicht betroffen ist. Wir sind da schon in einer rechten Hochburg, in einem Goldkäfig, sage ich mal, in der Schweiz. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich da bin. Aber es, ja, ich kann es gleich nicht so geniessen, wenn ich weiss, was sonst so läuft. Was sonst so läuft. Genau. Man muss sich einfach auch bewusst sein, finde ich, was so läuft. Es ist nicht so, dass sich jeder einsetzen muss. So. Ja, aber muss wenigstens bewusst sein, dass so etwas passiert. Und also das ich gehe nicht jeden Abend heim und brüllen oder so. Weil die Welt nicht in Ordnung ist. Es ist immer. Ich habe das Gefühl, es war nie reiner Frieden auf der Welt. Also wenn in der Zeitung irgendwann steht, heute ist Friedenstag, niemand kriegt miteinander. Ich glaube, das werden wir nicht erleben. Das ist auch utopisch. Utopisch, genau. Aber ich denke, man kann. Ich hoffe einfach, dass vor allem auch die jungen Leute sich dem nicht ausgeliefert fühlen. Weil im Moment ist so wie. Also man merkt ja das auch am heutigen Rap von den jungen Leuten, vor allem von den Amis. Es ist so, hey, vergiss einfach und flieg. Denk an nichts und so. Ja, genau. Chills, Moment. Also darum sind wahrscheinlich die Texte auch weniger anspruchsvoll, weil eben die Leute wollen gar nicht sich so viel Gedanken machen. Und ist es zu viel für die Leute, so, wenn man heute noch so Sound macht, wo ein bisschen zu nein, viel ins Detail geht? Oder meinst du? Nein, Polit-Rap hat es immer gegeben, so zu sozial. Kritischer Rap hat es immer gegeben. Aber es hat Zeiten gegeben, wo das mehr Platz auch bei den Grossen hatte. Hörerschaft, ja. Ja, wo auch mehr Leute erreicht hat. Und wie du sagst, heute ist so, also es gibt ja auch mega viele Ami-Rapper, die sich nicht outen zu dem Thema Black Lives Matter. Voll. Genau aus dem Grund, oder? Ein Tupac, der wäre aufgestanden und wäre durchgebrannt und ja, so. Genau. Früher war Rap auch das, auf die Straße gehen, rebellieren und hässig sein und so. Und jetzt ist es eben auf alles
Scheiße drauf. Und ablenken und der ganze Druck, Leistungsdruck und Unsicherheit, wohin die Welt geht. Eben weil überall auch so geredet wird, Krieg. Und Existenzängste, Wirtschaft ist immer Arsch und so. Darf ich das sagen im Fernsehen? Ja.